Die Mittelharter Weinstraßentour. Per klimatisiertem Kleinbus geht es über Neustadt an der Weinstraße zum Hambacher Schloss, die Wiege der deutschen Demokratie. Entlang der deutschen Weinstraße führt die Fahrt durch Deidesheim, wo einst Einheitskanzler Helmut Kohl Staatsgäste wie Maggie Thatcher oder Michail Gorbatschow zum Saumagenessen einlud. Nach Wachenheim mit Blick auf die Wachtenburg und den Pfälzer Wald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Am Fuße der Klosterruine Limburg lädt das Riesenfass in Bad Dürkheim zum Zwischenstopp ein. Auf den Spuren der Grumbeer-Spieletour des legendären Fußballhelden Fritz Walter geht es über Kallstadt, wo Fritz Walter und seine Fußballkameraden sehr gerne im Weinhaus Henninger einkehrten, mitten in eine einzigartige Kulturlandschaft mit bekannten Weinlagen wie Musikantenbuckel oder Schwarzes Kreuz. Wein an der Quelle verkosten ist ebenso möglich wie einfach mal die Seele baumeln lassen. In Freinsheim mit seinen mittelalterlichen Türmen und Toren, umgeben von einer mächtigen Stadtmauer, sollte man auf einen Stadtmauerrundgang nicht verzichten. Der Pfälzer Weinbergsgarten ist nur eine Möglichkeit, diese Tour ausklingen und das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Das war nur ein Tourvorschlag unserer beliebten Events durch die wunderschöne Pfalz. Gerne unterbreiten wir Ihnen weitere Vorschläge, von der Pfälzer Schatzsuche, wo auch Gaudi und Spaß eine Rolle spielen können, bis zu geführten Wanderungen, in deren Mittelpunkt Entdigitalisierung und Entschleunigung steht. Wir freuen uns auf Ihr Interesse.